Willkommen in der High School, wo Darwins Gesetz, das Überleben des Stärkeren, täglich aufs Neue unter Beweis gestellt wird. Mit anderen Worten, Popularität ist alles, was zählt. Hast du dich verlaufen? Das bin ich. Ich hatte schon als Kleinkind nicht viele Freunde. Ich hatte die Wissenschaft. Du bist jedes Wochenende alleine im Zimmer, keine Forschung. Das ist einfach in mir drin. Oh, das würde ich durchschauen. Du tust es gerade, habe ich recht? Ich habe erfahren, dass der Gewinner der diesjährigen Schulforschungsmesse im Sommer eingeladen wird zu einem Wissenschaftsprogramm. Das SIT-Stipendium ist meins. Na, das kann ja was werden. Mir die Wissenschaft zu verbieten, ist als ob sie mir verbieten, weiter zu atmen. Ich würde alles geben, um beliebt zu sein. Was tust du da? Eine Beliebtheitschemikalie. Nur mit jeder Menge Chemie. Nun, du bräuchtest einen Partner. Stellst du uns deinen kleinen Freund vor? Er ist kein Freund, nur Kollege. Der Gummi enthält Chemikalien. Kaust du ihn, verteilen sich diese in deinem ganzen Körper und geben Pheromone ab. So einfach ist das. Das verstehe ich nicht. Dieser Kaugummi macht dich beliebt. Das ist toll. Wir gewinnen den Nobelpreis. Können wir uns setzen? Ich liebe dein Haar, Casey. Ach ja? Es ist so poetisch. Geschichte wird gemacht! Das ist die Art von Durchbruch, der die Menschheitsgeschichte verändern kann. Die Welt wird mal besser, weil sie so ist, wie sie ist. Sehr viele wissen, dass du meine Schwester bist. Das ist peinlich. Das Mittel ist gefährlich. In diesen Kaugummis halte ich die Macht, mit der ich die Welt bezwingen könnte. Gib uns Kaugummi.